Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Folge von Alltag. Wir sprechen wieder mit unserem Astronauten Matthias Maurer auf der ISS. Wir wollen wissen, wie er das neue Jahr begonnen hat. Ich stehe hier an meinem Geburtstag und ich glaube, das ist ziemlich einmalig, am Geburtstag im Zweifel mal zur ISS in den Weltraum schalten zu können. Deswegen ist das eine ganz besondere Sache, ein besonderes Erlebnis. Hallo Matthias Maurer. Hallo Michael Grund, ganz herzliche Glückwünsche aus dem All. Also ich freue mich wirklich, dass du dir heute an deinem Geburtstag die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen, eine neue Folge von dem Alltag zu erstellen. Ja, sehr gerne. Und da schließt sich natürlich bei so einer Begrüßung direkt die Frage an, wie seid ihr denn ins neue Jahr gekommen auf der ISS? Ja, das war ganz spannend. Wir hatten abends noch recht lange zu tun, viel zu arbeiten, weil wir recht viele Experimente hier mit der SpaceX 24 Kapsel hochgeschickt bekommen hatten, die dann auch abgearbeitet werden mussten. Und abends um 7 haben wir dann aufgehört zu arbeiten, zwischendurch mal ganz kurz die japanischen Kollegen beglückwünscht. Die sind damals, ich glaube gegen 6 Uhr abends, also unserer Ortszeit hier, waren die, glaube ich, schon ins neue Jahr gestartet. Dann später hatten wir die Kollegen dann in Russland angefunkt, als die ins neue Jahr gerutscht sind, dann habe ich dann auch um deutscher Zeit Mitternacht die Kollegen in München gratuliert und dann um 1 Uhr nachts deutscher Zeit, das ist ja 12 Uhr dann Mitternacht der Zeit auf der ISS, sind dann wir auch endlich ins neue Jahr gerutscht oder geschwebt, wie man das so sagen möchte. Und wir haben alle zusammen im russischen Modul gefeiert, lecker zusammen Abend gegessen, Musik gehört, viele Geschichten erzählt und natürlich bei guter Musik dann auch ein bisschen dreidimensional getanzt. Und das war wirklich einzigartig. Kann man sich vorstellen, sehr schön. Wir wollen jetzt ein bisschen sachlicher werden. Wir wollen nämlich mal gucken, warum du da oben bist. Du betreibst Wissenschaft und da gibt es sehr interessante Experimente, die du durchführst und durchgeführt hast. Vielleicht ein Wort noch dazu, dass ein Weltraumspaziergang stattgefunden hat. Es ist ja notwendig, dass außerhalb der ISS immer mal wieder sozusagen Renovierungsarbeiten stattfinden. Da fragen sich viele Leute, ist das was ganz Besonderes, abgesehen von der ISS, nochmal draußen zu sein? Ja, das ist der Traum jedes Astronauten, erst einmal natürlich ins Weltall zu fliegen und dann noch eine Schippe draufzulegen, zu sagen, ich möchte jetzt hier aussteigen und draußen dann an der Station langkraxeln und wirklich in so einem Raumanzug außen Arbeiten vornehmen. Das können Reparaturarbeiten sein, aber es können natürlich auch Installationsarbeiten sein, die, sag ich mal, neue Hardware installieren. Und wir hatten, seitdem ich hier oben bin, schon zweimal einen Weltraumspaziergang. Einmal waren meine amerikanischen Kollegen Kayla Barron und Tom Marshburn draußen und ich durfte den robotischen Arm bedienen. Das heißt, ich habe dann Tom von A nach B geflogen, sodass er dann die Reparaturen vornehmen konnte. Und in der vorletzten Woche waren dann meine Kollegen, die Kosmonautenkollegen draußen, Piotr und Anton. Und sie haben das neue russische Modul, das ist ein Knotenmodul, was an das neue MLM-Modul, wir hatten ja zwei neue russische Module in diesem Jahr bekommen, außen modifiziert haben, sodass in Zukunft auch Sojus-Kapseln an diesem neuen Knotenmodul andocken können. Und das waren zwei sehr, sehr spannende Außeneinsätze. Also die Baustelle ISS wird nie aufhören, weiter renoviert und restauriert und verändert zu werden. Jetzt wollen wir mal über drei Experimente sprechen, über drei wissenschaftliche Perspektiven. Ganz spannend finde ich die Entwicklung von Beton. Jetzt muss man dazu wissen, es ist nicht so, dass ihr da oben mit einem Betonklotz arbeiten müsst, sondern es geht ja darum, und das ist ja für uns alle wichtig, CO2-Ausstoß zu reduzieren. Ich habe mal geguckt, der CO2-Ausstoß bei Beton ist größer als der gesamte Flugverkehr auf der Welt. Ja, in der Tat gibt es bei diesem Prozess, also Betonherstellung ist natürlich weltweit ein sehr, sehr wichtiger Prozess, ist Standard überall schon seit sehr, sehr langer Zeit und fragen sich die Leute natürlich, was an diesem alten Werkstoff, wollt ihr noch ein bisschen rumdrehen, da noch was verbessern. Aber richtig gesagt, es entsteht sehr viel CO2. Und wenn es uns jetzt gelingt, hier in der Schwerelosigkeit neue Betonrezepturen anzurühren, bei denen die Aushärtung genauso gut ist oder vielleicht sogar besser ist, aber gleichzeitig weniger CO2 entsteht, dann können wir dieses Wissen übertragen auf den Boden. Und wir machen das jetzt hier im Weltall, weil hier oben natürlich die Aushärtung anders
Erfolg. Das heißt, wir können viel mehr in den Werkstoff hineinschauen, extremere Bedingungen erzeugen und viel mehr lernen. Also in Zukunft werden wir natürlich nicht den Beton hier oben anrühren und dann wieder runterschicken, sondern es ist rein zur Gewinnung dieser Erkenntnisse, dieser Daten. Und das ist eine ganz interessante Versuchsreihe. Und als Maurer, Astronaut, freue ich mich natürlich auch ganz besonders, dass ich hier oben Beton anrühren darf. Also das sind tatsächlich Dinge, die uns auf der Erde helfen, weil immer wieder gefragt wird, es ist ja großartig, was ihr da oben macht und es ist ja großartig, dass ihr dort auch international zusammenarbeitet auf der ISS. Aber was haben wir davon auf der Erde? Das wäre ein Beispiel dafür, dass wir etwas auf der Erde an Vorteilen genießen können. Ja, gut, wir machen hier sehr, sehr viele Experimente und einige davon sind natürlich eher grundlagenorientiert, andere sind aber ganz klar technologisch orientiert und zielen direkt darauf ab, auch auf dem Boden dann genutzt zu werden. Also ich habe da eine Vielzahl von Experimenten mit dabei, die sowohl für die Raumfahrt sehr, sehr wichtig sind, als aber auch dann übertragen werden können auf den Boden. Wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, habe ich einen Simon mit dabei, das ist sozusagen mein Berater. Der wird mich dann oder meine Kollegen in der Zukunft irgendwann mal auf dem Mond oder auf dem Mars, wenn das Kontrollzentrum zu weit entfernt ist, sodass man sich nicht mehr eine direkte Funkverbindung halten kann, beraten, unterstützen. Das ganze Fachwissen wird dabei sein. Aber ich habe diese künstliche Intelligenz auch in einem Gerät dabei, was ich nutze, um in die Augen zu schauen und da Augenerkrankungen rechtzeitig, frühzeitig zu erkennen. Und diese künstliche Intelligenz, die ist mittlerweile so gut, dass Bildauswertung vollautomatisiert gemacht werden kann und Augenschäden, Augenveränderungen schon früher erkannt werden von dieser Intelligenz als von einem sehr erfahrenen Augenarzt. Und das möchten wir natürlich nutzen, weil Augenerkrankungen für uns Astronauten ganz, ganz wichtig sind. Wir haben ja eine Flüssigkeitsumlagerung im Körper, das erhöht dann den Hirndruck und dadurch verändern sich die Augen leider. Und momentan könnten wir gar nicht mal ausschließen, dass bei der heutigen Technologie, wenn wir 500 Tage Richtung Mars und zurückfliegen, dass dann ein Astronaut sich sogar auch erblinden könnte. Und das möchten wir natürlich absolut ausschließen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Forschung machen. Und bei uns, an Astronauten, wird das im Zeitraffer sozusagen ermöglicht. Und wir können das direkt übertragen, weil diese Augenerkrankungen treten natürlich viel langsamer dann auch bei den normalen Menschen auf. Wir können noch mal bei der Medizin bleiben. Mikrobiologische Untersuchungen machst du oben, Anwendungen. Das finde ich sehr spannend für Implantate bei Kinderherzen. Was steckt dahinter? Ja, wir haben hier Proben mit dabei, metallische Proben. Die sind an der Oberfläche modifiziert worden, sodass sie keimabtötend sind. Und die Idee ist hier natürlich im Weltraum, da haben wir eine höhere Mutationsrate von Keimen. Die haben keine Schwerkraft, das heißt, die Flüssigkeitsfilme an der Oberfläche von diesen Materialien lagert sich anders an. Das Ganze sind extremere Bedingungen als normalerweise auf der Erde oder zumindest ganz andere Bedingungen. Und wir möchten hier dann diese neuen Materialien testen. Und wenn sie hier oben funktionieren, dann haben wir auch eine sehr große Chance, dass dieser Mechanismus der Keimabschüttung auch auf der Erde funktioniert. Und die Anwendung wäre natürlich vielfältig, zum Beispiel jetzt gerade in Zeiten einer Pandemie im öffentlichen Raum. Gegenstände, die sehr oft angefasst werden, wie Türklinken, Knöpfe, Fahrstühle und so weiter und so fort, die könnte man mit solchen Materialien dann versehen, sodass dann hier eine Keimübertragung unterbrochen wird. Das war jetzt nur eine Anwendung. Die andere ist viel spezieller, nämlich für Implantate. Bei Implantaten ist ja auch so, dass Implantate beim Einbau in den menschlichen Körper extrem keimfrei sein müssen, damit sie nicht abgestoßen werden vom Körper. Und gerade jetzt hier die Patienten, die am bedrohtesten sind oder am schwächsten sind, das wären jetzt hier kleine Kinderherzen, da wäre die Idee, dass man hier spezielle Implantate auch mit dieser Oberflächentechnologie versieht, dass diese Chance, die Kinder eine bessere Chance haben. Man merkt dir an, das ist Wissenschaft, die dich fasziniert. Faszinierend auch, ihr habt das erste Elektronenmikroskop im All und da gibt es schon die Untersuchung von Mars-Meteoritenproben. Das muss ja für dich eine Riesensache sein. Ja, ich bin jetzt ja in dem japanischen Modul GEM und das Elektronenmikroskop, das ist hier direkt neben mir aufgebaut. Das sieht man vielleicht jetzt nicht ganz aus dieser Perspektive, ist aber nur so ein kleiner Kasten, so ein Schuhkartongröße
Und das ist natürlich faszinierend, dass eine Technologie, die bis vor kurzem noch ganze Räume, fast schon hier die Hälfte des japanischen Moduls vermutlich eingenommen hätte, dass man das mittlerweile in eine so kleine Apparatur reinpressen kann. Und das ist für uns natürlich ein gigantischer Schritt, dass wir hier weltallsichtige Materialien erzeugen können, dann auch vor Ort hier direkt analysieren können. Und ich fand die Symbolik, dass wir hier im Weltall eine Probe untersuchen, die mal durch das Weltall vom Mars zu uns auf die Erde gekommen ist, das fand ich natürlich unglaublich. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und diese Marsprobe, die auf der Erde natürlich schon sehr intensiv untersucht wurde, ist uns hier hochgeschickt worden. Und das ist eine der wichtigsten Marsproben. Damit hat eigentlich die ganze Marsforschung irgendwann mal ihren Anfang genommen. Und da bin ich ganz, ganz stolz drauf, dass ich die Probe hier oben auf der ISS dann einbauen und untersuchen durfte. Du bist jetzt sozusagen die Hälfte deiner Zeit auf der ISS. Was kommt da noch in den nächsten Monaten? Ja, also die 3 Monate, die noch vor mir liegen, die werden genauso spannend. Ich hoffe natürlich auch auf den Weltraumspaziergang, einen Außeneinsatz. Hier besteht die Möglichkeit zum einen, dass wir den europäischen robotischen Arm in Betrieb nehmen. Und das möchte ich dann zusammen mit einem Kosmonautenkollegen machen. Aber auch auf der amerikanischen Seite sind noch 2 Weltraumeinsätze geplant. Und hier ist auch eine große Chance, dass ich vielleicht mit aussteigen darf und dann vielleicht sogar an meinem Columbus-Modul, in dem ich jetzt ja wohne und lebe und arbeite, außen eine Außenplattform dann in Betrieb nehmen darf. Also recht viele Möglichkeiten noch. Und in 2 Wochen haben wir auch eine neue Versorgungskapsel mit neuen Experimenten noch einmal. Also uns wird hier oben definitiv nicht langweilig. Es gibt sehr viel Arbeit. Und wenn ich auch mal ein bisschen Zeit habe, dann genieße ich auch die Zeit, aus dem Fenster zu schauen und dann noch bessere Fotos zu machen, noch bessere Videoclips aufzunehmen von unserem Alltagsleben hier oben, um das den Menschen auf dem Boden mitzuteilen, ja, wie ist das Leben und die Arbeit eigentlich als Astronauten ist. Und ich möchte auch viele Kinder und Jugendliche inspirieren, vielleicht auch mal diesen Traum zu verfolgen oder vielleicht diesen Weg sogar einzuschlagen. Wir haben vor Weihnachten schon mal miteinander gesprochen über das Thema Wissenschaft und die Akzeptanz von Wissenschaft. Das ist sicherlich auch das, was du machst, ein Zeichen dafür, dass Wissenschaft wichtig ist und dass man Wissenschaft ernst nehmen muss und dass man gerade in der Situation, in der wir sind, sich mit Wissenschaft auseinandersetzen muss. Ganz genau. Es ist mir ein Herzensanliegen, dass wir die ganzen Erkenntnisse, die wir in den letzten hunderten Jahren erworben haben, nicht plötzlich im Laufe einer Pandemie alles in Frage stellen, sondern ich finde, wir sollten den Experten folgen und auf ihr Fachwissen verlassen. Das Gleiche mache ich ja auch hier im Weltall. Ich alleine werde niemals in der Lage, hier hochzufliegen und alles zu meistern. Also ich muss den Experten vertrauen. Matthias, du bist zwar nur 400 Kilometer entfernt, wir warten jetzt, gleich wird die Satellitenverbindung weg sein, aber trotzdem, wir haben innenpolitische Spannungen. Du bist gerade über der Bundesrepublik Deutschland, über Thüringen. Wir haben massive Spannungen an den Grenzen in Osteuropa. Beschäftigt einen das da oben auch noch? Natürlich beschäftigt mich das auch, weil ich natürlich mit meiner Familie, mit meinen Freunden Kontakt habe. Ich schaue mir hier oben natürlich auch die Nachrichten an. Ich möchte ja informiert bleiben über das Weltgeschehen. Aber man macht sich schon seine Gedanken. Aber wenn ich hier aus dem Fenster rausschaue und ja, ich erkenne keine Grenzen und mit diesem Abstand 400 Kilometer von der Erde, aber mit dieser Geschwindigkeit, dass wir jeden Tag 16 Mal um die Erde rumfliegen, also 90 Minuten schaue ich mir unseren Planeten einmal komplett an, da fragt man sich oft schon, warum machen wir Menschen uns das Leben auf der Erde so schwer? Es wäre viel, viel sinnvoller, viel besser und viel ertragreicher, wenn wir friedlich zusammenarbeiten würden, so wie wir das hier auf der Raumstation auch machen. Also wir haben hier Kosmonauten, wir haben Astronauten, wir sprechen hier verschiedene Sprachen, wir haben verschiedene Kulturen, aber wir alle arbeiten zusammen und wir alle sind hier Freunde.
Matthias, ganz herzlichen Dank für diese Schilderungen aus der ISS, aus dem Weltraum. Ganz herzlichen Dank für die Beschreibung dessen, was Wissenschaft dort oben kann und macht. Und alles Gute weiterhin und gute Wünsche auch an alle, die dort oben mitfliegen. Wir werden dranbleiben und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Dankeschön. Wunderbar. Ganz herzliche Grüße aus dem All und beste Grüße. Ich freue mich auch auf meine Fortsetzung. Tschüss. Tschüss.